Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Ja, mit dieser Baustelle hätte ich jetzt hier nicht gerechnet. Der Biergarten im Schlossgarten sieht anders aus als letzte Woche. Und ich hoffe, es wird eine Renovierung. Krass. Und jetzt gehen wir rüber und schauen die anderen Abbrucharbeiten an. Bis gleich. Hier haben wir die nächsten Abbrucharbeiten. Rückbau Stuttgart 21. Auch das Klo wird abtransportiert. Und das schauen wir uns jetzt auch noch von der anderen Seite an. Zwischenzeitlich ein herzliches Dank an Jürgen, Lukas, Gunder und erneut Mustafa, die Seitspitze. Vielen Dank für die Unterstützung. Direkt D3 im Blick. Das schauen wir uns aber gleich noch genauer an. Erst noch mal ein bisschen zurückschwenken. Ja, und hier ist von der Sechstel Kelchblüte, die zum Testen aufgebaut wurde, schon einiges weggefressen. Und ich denke, der muss sich ganz schön anstrengen. Das soll ja auch was halten. Schauen wir uns mal die Arbeiten an am neuen Überweg an der Einhausung. Da kann man von der Webcam Turm 1 ja einiges gut sehen. Die Segmente in der Krümmung sind eingebracht worden. Und hier, wie gerade angesprochen, Schwindgasse D3 sieht nach vollständiger Bewährung aus. Denn an der Seite sieht man keine Muffen mehr für weitere Baustellen. Oha, B2 hat sein Außenkleid bekommen. Also die vorgefertigten Armierungs-Vierfachstäbe, keine Ahnung, wie ich das ausdrücken soll, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wurden letzte Woche eingebracht und jetzt ist oben eine, oder sind Stahlmatten reingelegt worden. Und na, ich zoome mal ein bisschen rein, ne? Ich setze hier vor mich hin und hier oben ging es weiter mit der Oberbewährung, also die Lagen oben, vier oben, vier unten jeweils. Das sieht gut aus. Und wenn wir schon mal hier sind, dann natürlich einen kleinen Blick in BA21. Hoppla. Auch hier
verschwindet das Klo. Was hat denn das heute zu bedeuten? Ja, das sieht richtig gut aus. Also der dritte Bodenplattenabschnitt ist komplett mit Baustahl bestückt. Die Markierungen sind zu sehen. Markierungen für die Betonage. Kann es also nicht mehr lang dauern, bis die Bodenplatte fertiggestellt wird. Und rechts, haben wir schon berichtet, sind schon die ersten Seitenwände erstellt. Die nächsten werden gerade gebaut. Wir laufen einfach mal vorbei. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.